Wiki-Stammtisch, ein Podcast aus dem Wikipedia-Universum. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wiki-Stammtisch. Heute zu Gast Micha aus Zürich. Hallo nach Zürich. Na hallo, Sebastian. Stell dich doch mal vor. Also ich heiße Micha, lebe in Zürich, bin 41 Jahre alt, habe vor über 10 Jahren mit Wikipedia angefangen und wurde da auch schon ein bisschen beruflich auch tätig in diversen Gedächtnisinstitutionen in der Schweiz. Ja, das ist ein bisschen mein Wikipedia-Hintergrund, kann man so sagen. Ja, du legst auch darauf Wert, dass du Micha heißt und nicht Mischa. Ja, genau. Also das habe ich einfach so geschrieben auf der Benutzerseite. Ist weniger ein Problem mit Deutschen, ist vor allem ein Problem mit Schweizer. Weiß auch nicht, was das für ein Grund ist, dass man häufig Mischa sagt. Weil ich heiße nicht so. Und wird auch anders geschrieben, wird mit SCH geschrieben. Mischa. Aber in der Schweiz ist das total üblich. Ich weiß nicht, ob es da die Roma sind. Gut, Roma, die sagen halt SCH. Aber in der Schweiz gibt es immer diese Verwirrung. Wir wissen da nie, ob man jetzt Micha oder Mischa sagt. Ja, also ich kenne es als Kurzform von Michael. Darum wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, Mischa zu sagen, weil Mischa wäre ja die russische Kurzform. Genau, das sind, ja, genau. No, der Mischa, also, ja. Es gibt in der Schweiz auch Leute, die sind so, die schreiben sich so wie ich und lassen sich dann trotzdem Mischa aussprechen. Keine Ahnung warum. Interessant. Aber ist es bei dir die Kurzform von Micha? Von Michael? Oder ist es, du verlinkst deinen Namen auf? Nein, das ist ein eigenständiger Name. Also es ist ein, ist ja eigentlich ein biblischer Name von diesen 12 Propheten und es kommt eigentlich von Michaja. Und ist eigentlich eine Kurzform von diesem Micha, ja. Hat es eine besondere Bewandtnis, warum du so einen biblischen Namen hast? Ja, ob es jetzt besser, also mein Vater war ja katholischer Priester, bis er geheiratet hat. Gut, also okay. Theoretisch war das ja immer noch. Priestertum kann man ja nicht aberkennen, er konnte einfach nicht mehr als Pfarrer tätig sein. Vielleicht kommt es von daher, aber ich denke, sie haben es ja ein bisschen einfach ausgesucht, was ihnen gepasst hat. Ach so, sind da eher nach dem Klang gegangen. Als nach der Bedeutung. Ja, vielleicht irgendwie. So ich ein bisschen erfahren habe, haben sie ein bisschen versucht, Namen zu geben, die nicht ganz allzu gewöhnlich sind. Ach, nicht zu außergewöhnlich. Also, ja. Nein, nicht zu gewöhnlich. Ach, nicht zu gewöhnlich sind. Ja. Also nicht, Martin, Stefan, Peter oder so. Kevin. Gut, heute Kevin, ja. Okay. Meine Schwester heißt Tamar. Ah ja. Oh Gott. Und ein schöner Name. Es kommt auch sehr häufig, sie hat das Problem, dass es dann häufig zu Tamara wird. Und das ist auch nicht was sie auch nicht gerade nett findet, wenn man sie dann anders benennt. Du bist in einer Kirche groß geworden. Ja, so einigermaßen. Also sagen wir so, ich bin nicht wirklich religiös aufgewachsen und ich bin es auch nicht. Das im Gegenteil, ich bin atheistisch. Ich habe eigentlich das Ganze ein bisschen so erlebt, dass mein Vater, hat das einfach als Job. Das war ein Job, den er gemacht hat bis zum Schluss und hat mich nicht wirklich stark betroffen. Also mir nach außen, okay, ich habe ministriert, ich habe da ein bisschen geholfen, aber im Familienleben hatte Religion eigentlich gar keine Bedeutung. Das ist seltsam zu hören, ja. Das ist seltsam, wenn man die Geschichte ein bisschen kennt, das bei mir, das ist nicht wahnsinnig seltsam, weil ich würde sagen, mein Vater, der wurde Priester damals, weil das einfach, er der Einzige der Familie war, der studieren durfte, konnte, und dann musste es natürlich Pfarrer sein, oder? Also da muss es dann auch etwas sein, dass der Familie irgendwie auch ein bisschen etwas gebracht hat, oder so ein Ansehen und so. Ich denke nicht, dass mein Vater komplett überzeugt war von dem Ganzen. Im Gegenteil, kurz vor seiner Pensionierung hat er dann sehr stark sich mit atheistischen Büchern auseinandergesetzt und atheistische Sichtweisen. Er war auch schon die ganze Zeit extrem kirchenkritisch. Also er hat Johannes Paul II. Hat er überhaupt nicht toll gefunden. Ach. Ratzinger hat ihn dazu gebracht, dann komplett auszutreten aus der Kirche. Ich nehme an, er hat ein bisschen sich gehofft, dass die
die katholische Kirche moderner wird. Und es war ja natürlich ein Schritt zu sagen, okay, ich gehe da, ich bin nicht mehr Pfarrer, ich gründe eine Familie und so. Das hat er dann auch eben auch durchgezogen. Darum nein, es ist nicht so wie bei Reformierten, die vielleicht irgendwie der Pfarrer hat eine Familie und Kinder und das ist alles so ein bisschen aufgenommen. In der Gemeinde ist es bei ihm eher gewesen, es ist ein außergewöhnlicher Schritt als katholischer Pfarrer, eigentlich zu sagen, ich gründe jetzt eine Familie und ich trete eigentlich ein bisschen zurück. Nur hat er es nicht ganz geschafft, sich komplett von der Kirche zu lösen. Also. Der ist doch wahrscheinlich aus dem Jahrgang 1940er Jahre oder sowas. Ne? Er ist 29er Jahrgang. Ach, 29, okay, dann ja. Ist es, da kann ich es mir fast noch eher stellen. Ich bin in der DDR groß geworden, die ja antikirchlich mehr oder weniger war. Auch mein Familienumfeld, die waren, also Eltern, meine Großeltern waren, haben eigentlich bei der Kirche nur noch mitgemacht, weil das im Dorf halt so üblich war. Mhm. Und meine Eltern sind noch getauft worden, aber hatten dann gar nichts mehr mit der Kirche zu tun. Und für mich war es dann ein Aha-Erlebnis. Ich hatte dann eine Freundin, die katholisch war. Das war für mich so, wie sagt man, kulturhistorisch oder so, war das interessant, dass die ganzen Riten da zu erleben, aber auch diese knallharten Vorgaben. Also du heiratest einmal im Leben und das war's. Sowas. Genau. Und sie war dann aber praktizierende Katholikin. Ja, und das Gemeindeleben hat ihr sehr viel gegeben, das habe ich auch verstanden, weil das wirklich war eine Gruppe von Leuten aus der Stadt, da wo ich aufgewachsen bin, wo es halt quer durch alle Gesellschaftsschichten ging und es war halt großer Zusammenhalt, man kannte sich und so. Sie war, ich kannte mich besser mit den heiligen Geschichten beispielsweise aus, einfach weil ich mir das angelesen hatte als sie, aber sie lebte so Kirche. Ja. Um das intellektuell zu nehmen. Aber du sagst selber, du bist Atheist, das heißt, du verneinst, dass es einen Gott gibt. Ja, also das ist so Mischmasch. Ich sag's immer so, ich bin nicht ein überzeugter Atheist im Sinn von, das ist wie eine Ersatzreligion, nicht zu glauben. Sondern ich gehe eigentlich von einem wissenschaftlichen, reduktionistischen Ansatz an. Ich sage, ich baue mir mein Weltbild zusammen, so wie es für mich eigentlich logisch erscheint. Also, da gab es irgendeinen Urknall, da gibt es irgendeine physikalische Vorgänge, da gab es irgendwie eine Evolution etc. Und ich würde dann Gott in Betracht ziehen, wenn irgendwo sich das aufdrängt. Diese Größe, oder? Also eine Beantwortung von einer Frage, aber bisher hat sich das nicht aufgedrängt. Also mein Weltbild kommt schlicht ohne Gott aus. Das ist aber nicht so der agnostische Ansatz, wo ich sage einfach, ja, es kann sein, dass es gibt, es kann sein, dass es nicht gibt. So ich sage einfach, ich nehme nichts an, was es grundsätzlich die ganze Sache noch verkompliziert, wenn es nicht nötig ist. Also eher so Occams Rasiermesser, zu sagen, alles, was die Sache verkompliziert, die ziehe ich schon gar nicht in Betracht. Ich ziehe auch nicht in Betracht, dass es irgendwelche hüpfenden, weiß ich was, rosa Elefanten, ja, oder Spaghetti-Monster irgendwo gibt, wenn ich das nicht muss, also beziehungsweise wenn es nicht sich in der ganzen Situation ergibt, dass das irgendwie plausibel ist. Und darum halte ich nach wie vor Atheist, also dass Gott nicht existiert, viel plausibler, als dass Gott existiert. Ja. Darum, ich bin kein überzeugter Atheist im Sinne von, ich bin da sicher, dass es das nicht gibt, oder? Aber ich bin, sagen wir, ich halte es für unglaublich plausibel, dass es Gott nicht gibt. Was mich immer fasziniert hat, ist diese Sache mit Glauben und Wissen. Sobald man etwas weiß, muss man es nicht mehr glauben und kann es, dann ist man auch vom Glauben entfernt. Sondern Glauben heißt ja, etwas als Tatsache hinzunehmen, was man nicht beweisen kann. Das ist eine mögliche philosophische Aussage. Die Christen sehen das natürlich anders. Oder sie sagen, der Glauben ist eine weitere Form Erkenntnis sozusagen, wo man dann auch die
vielleicht die emotionale Gewissheit hat, dass etwas existiert und nicht intellektuelle, wie auch immer. Also so Beruf, so kommen sie dann auf dieses Glaube, was so wichtig ist und im Vordergrund. Und man muss glauben. Und das, was du jetzt gesagt hast, ziemlich eigentlich aus dem logischen Standpunkt, oder? Also Glauben ist nicht Wissen. Wenn ich etwas nicht weiß, aber annehme, das ist so, dann glaube ich das. Also das ist dann einfach die logische Erklärung. Und ich sage, ich glaube, morgen gibt es schönes Wetter, dann ist das eben nicht Wissen. Aber das, man kann es so reduzieren. Also bei mir geht es auch ein bisschen auf das, obwohl ich nicht mal sagen würde, dass meine Weltsicht sich aus Wissen heraus stellt. Ich sage eher, es geht um Plausibilisierung. Ich sage nicht, ich weiß, die Erde ist rund. Sondern ich halte es so plausibel, dass sie rund ist. Das haben mir so Leute klar gemacht, dass es rund ist. Es passt ins Weltbild, oder? Dass diese Runde ist. Aber ich habe noch nie ein Raumschiff genommen, bin rausgeflogen, habe es gesehen. Mhm. Verstehst du, oder? Also der Unterschied ist, ich kann es mir logisch auch erklären, aufgrund vom Erdschatten und so weiter. Es muss rund sein. Ich finde es total plausibel. Und ich denke, mit Plausibilität komme ich viel, viel weiter als zu diskutieren, ist das jetzt Wissen? Ist das doch nur Glaube? Ist es nur, was ist es dann? Oder? Also, ich versuche ein plausibles Weltbild für mich zu erschaffen, das mit möglichst wenig Unbekannten auskommt. Da schlägt sich bei mir automatisch der Boden zur Wikipedia. Okay. Wo man ja Wissen sammelt, ohne jedes einzelne Wort belegen zu wollen oder auch zu müssen. Ja, das ist eine interessante Frage, wenn wir von Wikipedia gehen, ob es da wirklich um Wissen geht oder ob es Information geht. Mhm. Also ich habe Informationswissenschaft studiert. Und ich habe da, für mich ist Information einfach mal auch etwas, was ich irgendwie greifen kann. Ich gehe in eine Bibliothek, nehme ein Buch und lese da was. Und das ist mal Information. Ob das Wissen ist, das muss ich ja zuerst mal ergründen. Also es kann ja sein, dass das eine Fehlinformation ist. Es kann ja sein, dass das überholt ist, was ich da lese. Es kann ja auch ein Märchen sein. Der andere kann ja auch sich geirrt haben. Der hat was falsch abgeschrieben. Ich habe einfach mal eine Information. Diese Information, ob das Wissen ist, das muss ich zuerst diskutieren. Das muss jetzt im Kontext stehen. Und ich finde es eigentlich interessant, dass in der Wikipedia trotzdem der Wissensanspruch sehr stark da ist. Weil warum streiten sich die Leute so wahnsinnig stark teilweise um was jetzt formuliert wird, wie jetzt dargestellt ist, ob irgendein Politiker jetzt einfach rechtsgerichtet ist oder rechtsextrem. Das sind dann so richtige Kämpfe darum. Und das geht so darum, wirklich so ein bisschen das Wissen oder auch ein bisschen die Wahrheit eben abzubilden. Statt einfach zu sagen, ja gut, wir haben da zwei, drei verschiedene Informationen, wir können die mal abbilden, macht doch eure eigene Meinung. Sondern nein, da geht es wirklich um Wissen. Dann sehe ich schon, es geht schon mal die Darstellung von Wissen in der Wikipedia. Die Frage ist nur, kann sie das wirklich erfüllen? Also das könnte man philosophisch natürlich hinterfragen. Ist das dann wirklich Wissen oder ist das am Schluss einfach nur wieder eine Meinung, die sich dann einfach in der Summe der Leute, die sich daran beteiligt haben, irgendwie herausbilden und vielleicht ist es auch irgendwie der Stärkere oder derjenige, der es besser begriffen hat, wie diese Wikipedia funktioniert, ist dann derjenige, der sich durchsetzt oder so. Was ist denn der Unterschied zwischen Wissen und Information? Also von Wissen geht's, ich denke, bei Wissen geht es schon auch darum, etwas verifiziert zu haben. Also es geht um, es hat schon auch einen Wahrheitsanspruch. Es ist schwierig, weil es gibt dann die Frage, ja, kann man das überhaupt jemals haben oder kann man Wissen von der Welt haben? Das ist eine philosophische Frage. Die Philosophen, die kümmern sich sehr stark um dieses Thema. Also kann man überhaupt Wissen von der Welt haben? Aber ich denke, wenn ich es wirklich mal so theoretisch unterscheide, geht es natürlich um den Wahrheitsanspruch. Wenn ich jetzt morgen rausgehe und sehe, es regnet und ich komme rein und erzähle, es regnet, dann war das Wissen über das Wetter von heute. Mhm. Wenn ich einfach reingehe und sage, es schneit, dann ist das für den anderen zwar eine Information, aber es ist eigentlich auch kein Wissen, es ist eine Fehlinformation. Es schneit ja gar nicht, es regnet.
Also der Wahrheitsanspruch ist da. Wenn der nicht da ist. Und wenn es jetzt überholt ist, ja, früher hat man gesagt, ja, die Erde ist flach, oder? Und jetzt würde ich sagen, ja, da ich habe ein Buch von 1000 Jahren, da steht drin, die Erde ist flach, das ist jetzt Wissen. Da würde mir jeder widersprechen und sagen, nein, die ist doch rund. Sag ich, ja, aber das ist doch eine Information. Nein, eben Wahrheit. Es geht um die Wahrheit. Die Wahrheit und Wissen, das ist schon miteinander verbunden. Wenn es auch immer so einfach wäre mit der Wahrheit. Wenn ich Kriege oder so lese in verschiedenen Sprachen, Wikipedia, werden Kriege grundverschieden dargestellt. Ja. Oder lass es nur den Nahostkonflikt sein, die verschiedenen Parteien, die den komplett anders darstellen. Ja, eben. Da ist eben die Frage, hat man jetzt einen Informationsauftrag oder sagt man einfach Informationsinteresse? Wir informieren die Leute ein bisschen, oder? Wir geben ihnen einfach verschiedene Versionen dieser Tatsache. Also sollen das selber eine Meinung bilden? Das wäre fast ein bisschen viel ein journalistischer, oder, Ansatz. Man sagt, ja, wir bringen da auf einmal ein paar Perspektive, macht deine eigene Gedanken. Nein, es geht um Wissen, das geht um Wahrheit. Und wir dann, nein, das ist eben genau so zu verstehen, und das ist eben so zu verstehen, es wird diskutiert und es wird auch gekämpft, da wird um Wahrheit gerungen. Ich glaube, das muss auch so sein. Weil dieses, in der Wikipedia werden auch Geschichten erzählt. Wenn es jetzt nicht um, was ist, mathematische Beweise geht, sondern um Geschichte, um historische Wahrheit, das ist auch immer, muss immer wieder neu erzählt werden. Weil, die DDR war ein Unrechtsstaat. Das ist, ist ja schon eine massive Verkürzung von dem, wie es war. Oder der Erste Weltkrieg wurde ausgelöst durch ein Attentat auf den österreichischen Thronfolger. Das ist ja auch eine massive Verkürzung. Das ist ja, gab ja viele Attentate, warum haben die nicht alle Weltkriege ausgelöst? Ja. Das, also schon die Auswahl der Informationen ist ja dann auch schon wieder eine Manipulation des Lesers. Ja, ich denke, es ist alles natürlich eine, ich denke nicht mal, es ist eine Manipulation. Das würde ich nicht mal so sagen. Ich meine, im positiven Sinne jetzt. Ja. Also Manipulation nicht als Schlechtes, sondern man erzählt ja doch eine Geschichte, man wählt ja doch Informationen aus. Manches erzählt man und manches lässt man dann auch weg. Manches weiß man vielleicht auch nicht, aber man muss jetzt nicht sagen, in welchen Kindergarten der gegangen ist oder ob er in einen Kindergarten gegangen ist, um einen Historiker beispielsweise eine Biografie zu schreiben über den. Eben, das ist also der interessante Ansatz, ein bisschen auszusehen, was die Wikipedia eigentlich möchte. Will sie einfach ein Nachschlagewerk sein, was sagt, okay, also sage ich ja, wenn ich irgendwie mit Studierenden zu tun habe, sage ich immer, wenn das Thema aufkommt, ja, Wikipedia, für was taugt die Wikipedia? Wikipedia taugt als Einstieg zu einem Thema. Und dann zitiere ich immer Professor Haber von der Uni Basel und sage, nein, das dient eben nicht als Einstieg zu einem Thema. Mhm. Weil die Wikipedia ist total verzerrt, verzerrtes Geschichtsbild. Nicht mal bösartig verzerrt, aber was sie eben macht, beispielsweise sie viel Geschichte in der Wikipedia wird auf Personen, per Personen erzählt, von Biografien. Also es hat zigtausende Biografien drin. Ich glaube, über ein Drittel der Wikipedia-Artikel sind ja Biografien. Und es wird weniger aus der Epoche heraus erzählt. Es wird weniger, die Französische Revolution besteht dann nicht über die Französische Revolution, sondern von den Akteuren, die dort tätig sind. Das ist eigentlich schon eine eigenartige Zugang zur Geschichte. Und dann so sich dann einen Einstieg zu verschaffen, ist dann nicht unbedingt ideal. Es wäre vielleicht besser zu sagen, okay, ich nehme jetzt ein Buch, das ich über die Revolution, die Französische Revolution, mal darlegt und auch eine Meinung hat dazu. Wichtig, als eine Meinung zu bekommen. Also nicht nur einfach versuchen, irgendwas Neutrales, sondern auch zu sagen, wie glaube ich, wie das gewesen ist und eben die Leute haben das gelitten oder so und so. Das waren die und die Hintergründe, Motivationen und so weiter. Und dann habe ich mal einen Einstieg ins Thema. Und die Wikipedia ist eigentlich ein Nachschlagewerk. Das ist das eigentlich, was ich ursprünglich sein wollte. Wenn ich dann diesen Einstieg lese und ich komme mit irgendeinem Begriff nicht klar, der sagt mir was nicht, nehme ich ein Lexikon zur Hand, schaue mir kurz nach, was ist das überhaupt, und kann es dann einordnen in meiner sonstigen, meinem Vorgang etwas zu lernen. Und heute wird es wie umgekehrt gemacht. Die Wikipedia ist der Einstieg. Die Wikipedia genügt vielleicht sogar. Und das ist eigentlich gefährlich, weil für das war sie nie gedacht. Und ich glaube auch nicht, dass es ein Lexikon leisten kann und soll.
Und darum sage ich immer, was ist Wikipedia? Braucht es das Nachschlagewerk? Also wenn ihr was wirklich nicht versteht, dann lest doch nach. Vergisst aber ja nicht all die andere Literatur, die da ist. Schwierig. Also ich habe ja schon mit etlichen Leuten über Wikipedia gesprochen und auch interessant, dass die Anforderungen unterschiedlich sind. Jetzt nicht mal von den Schreibenden da sowieso, weil die aus verschiedenen Motivationen herausschreiben, aber auch die Leser, also Ärzte erzählen mir unter der Hand so, dass sie, wenn eine neue Krankheit ins Sprechzimmer kommt, dass sie auch schnell mal nach Wikipedia nachgucken, um ins Thema reinzukommen. Oder Chemiker, die sagen, jetzt müssen sie irgendwelche Lipide untersuchen und dann gucken sie schnell mal nach. Lipide, ach ja, Dings hier. Ja, also es gibt 97% der Wissenschaftler, gab es eine Studie, 97% der Wissenschaftler schlagen auch schon in der Wikipedia nach. Sie könnten auch das Fachbuch aus dem Regal nehmen oder eine Online-Version, wo sie noch schnell mal ihren Account-Namen einnehmen und mein ist abgelaufen, muss noch kurz jetzt die 40 Euro im Monat nachbezahlen, um dann wieder zugreifen zu dürfen. So. Deswegen dann Wikipedia, ganz klar. Aber ich denke, das ist durchaus legitim. Also das ist eben der Nachschlagewerk-Gedanke. Früher hat man irgendein Lexikon genommen oder man hat einen Podcast nachgeschlagen, jetzt schlagt man in der Wikipedia nach. Aber es wäre ja niemand auf die Idee gekommen und sagt, hey, ich habe mein ganzes Wissen aus dem Podcast. Ich habe einfach den Podcast gelesen, jetzt weiß ich, was die griechische Geschichte ist oder so. Wird ja niemand auf die Idee kommen, aber heute, wenn man mit den Personen spricht, dann teilweise kommt dieses Verständnis und das ist wirklich erstaunlich. Also sagen, ja, ich mache mal meine erste Bildung in Wikipedia in einem neuen Thema und man sagt so, bitte? Wikipedia, bist du sicher? So, ja. Man weiß ja nicht, was man kriegt. Und das ist auch in der Wikipedia ganz klar, man weiß nicht, was man kriegt. Also das sind sich die Wikipedianer sehr, sehr bewusst, oder? Ich denke, die meisten Wikipedianer haben ein ziemlich klares Bild, wie diese Artikel entstehen, oder? Und dass es dann halt teilweise sehr gute, aber teilweise grottenschlechte gibt. Und dass es wahnsinnig viele hat mit sehr großen, klaffenden Lücken drin, was irgendwie. Viele schauen mal, wer hat das eigentlich geschrieben? Ist das irgendwie ein solider Artikel von irgendwie einem Achim Aschka oder einem sonstigen Autor, den man kennt? Oder ist das ein Flickenteppich von hunderten IPs, die irgendwie alle mal was reingeschrieben haben? Das schaut man sich dann schon auch an. Und man versteht ein bisschen, aha, das ist jetzt in einem Guss geschriebener Artikel und das ist einfach, jeder hat mal was reingeschrieben, was er wüsste, oder? Und diese Artikel, die ja ein bisschen das Leben, wie man eigentlich früher gesagt hat, was Wikipedia ist, ja, es kann jeder beitragen und etwas abändern. Diese Artikel sind die schlimmsten, oder? Die wirklich jeder irgendeinen Satz reingeschrieben hat. Das kann man erstens fast stilistisch nicht richtig lesen, dann widerspricht sich dann das Ganze und es hat, es geht teilweise ins Detail, wo es nicht ins Detail gehen muss. So viele, was ich zu einem Artikel habe, der so ist, zum Beispiel über Vitamin D. Das ist dann einfach da hat es x verschiedene Dinge drin und manchmal so werden auch verschiedene Dosen empfohlen, mal wird wieder da widersprochen, wieder da und dann man schaut, wie ist das entstanden? Ah, das ist einfach ein Flickenteppich. Und das widerspricht eigentlich diesem Prinzip, dass hier einfach jeder beitragen kann, sondern ich sage das dann den Leuten auch immer, die Idee ist nicht, dass jeder beitragen kann, sondern dass es grundsätzlich möglich ist, beizutragen. Aber die Wikipedianer haben auch immer stärker ein Qualitätsbewusstsein. Die möchten eben, dass die Leute, die was beitragen, auch wirklich was wissen und auch ein Quellenstudium machen, also auch mal nachgelesen haben und dass sie auch auf dem quasi das Wissen, was jetzt der letzte Forschungsstand ist, einfach irgendetwas reinschreiben. Und das schließt eigentlich per se doch viele schon wieder aus. Weil das kann nicht jeder, das hat nicht jeder die Zeit oder auch die Fähigkeit dazu, sich bei dem Thema absolut schlau zu machen, bevor man überhaupt das reinschreibt in die Wikipedia. Du schreibst zum Beispiel über Vogelspinnen, hast du jetzt aber nicht Zoologie studiert. Nein. Du trägst dann also Wissen zusammen, aber wahrscheinlich hast du jetzt auch so ein Grundwissen schon über Vogelspinnen, dass du dann auch einzelne Artikel schreiben kannst, oder wie?
Ja, ich halte Vogelspinnen. Also ich habe auch ein paar zu Hause und das war eigentlich auch ein Hobby, was ich angefangen habe, weil ich gesehen habe, ja, da schreibe ich nicht so viel über Vogelspinnen. Ich kann mal anfangen, über diese Vogelspinnen zu schreiben. Zwischenzeitlich mache ich das so, dass ich die wissenschaftlichen Beschreibungen nehme und vereinfache. Also ich lese mal jetzt, es gibt jetzt eine neue Vogelspinnenart, die hat irgendein Arachnologe beschrieben und das ist jetzt sehr komplex und wie er das beschreibt oder auch mit diesen ganzen anatomischen Fachbegriffen etc. Und ich versuche das ein bisschen vereinfacht dann zu schreiben und mache dann daraus einen Artikel. Und eigentlich von dem her bin ich hier ein Übersetzer. Also es geht gar nicht wahnsinnig darum, dass ich, also Wissen, ich generiere mein Wissen dann sehr häufig auch aus der Arbeit heraus, das zu schreiben. Also da komme ich zum ersten Mal auch wirklich mit dieser Art auch in Berührung, sozusagen intellektuell. Und ich denke, das ist sehr stark der Wikipedianer, er ist eigentlich Übersetzer. Er übersetzt ein Fachgebiet für ein bisschen eine allgemeinere zugängliche Sprache, damit auch jemand, der das jetzt nicht studiert hat oder nicht gerade sich mit diesem Thema wahnsinnig intensiv auseinandersetzt, doch einen Zugang kriegen kann über die Wikipedia. Du hast, es steht ja alles auf deiner Seite, aber erzähl's noch mal kurz, du hast ja nicht gleich studiert, sondern erstmal eine Elektronikerlehre gemacht. Wieso das erstmal? Also war das bewusst, erstmal eine Lehre zu machen? Erstmal was Richtiges zu werden, bevor du dich auf ein Studium einlässt? Nein, das hat mit einem Lebenslauf zu tun. Also es hat damit zu tun, mein Vater wurde pensioniert damals. Ich habe mit meinem Vater zusammengelebt. Meine Mutter ist dann ausgezogen, auch schon länger, die haben sich getrennt. Und meine Schwester ist dann auch zu meiner Mutter gezogen. Sprich, ich war dort bei meinem Vater und er wollte weg. Er wollte weg von der Gemeinde. Und ich war dort noch in der Kantonsschule, das ist die Mittelschule, das ist die Vorbereitung Matura, dass das in Deutschland die Abitur ist, das ist das Vorläufer zum Studieren. Das hat er, erstens mal, das hat es, ich hätte quasi, es gab dort eine familiäre Änderung und ich hatte gleichzeitig mein Coming Out und meinen Freund kennengelernt und hatte dort dann die Chance, zu ihm zu ziehen. Und irgendwann habe ich dann einerseits ein bisschen die Schule schleifen lassen durch diese Änderung in meinem Leben und es ergab sich so auch gleich die Chance zu sagen, hey, wir ändern da was, ich ziehe aus, ich ziehe zu meinem Freund nach Zürich, aber ich versuche dann da einen einfachen Weg zu gehen, also jetzt nicht da dauernd noch die Schule zu beenden und zu studieren, sondern ich fange in Zürich was Neues an. Dann hat sich da die Elektronikerlehre ein bisschen ergeben dazu, weil ich ein bisschen gerne diese mathematischen Fächer hatte, dachte ich, gut, Elektronik, das passt irgendwie. Da hast du gelötet. Da habe ich gelötet, ja, das 45 Grad, super schön, glänzend. Ja. Ja, faszinierend. Ich habe als Kind auch versucht zu löten. Ich hatte in meiner Familie niemanden, der sich irgendwie technisch interessiert hatte. Aber ich fand es auch so mit Halbleitern und Widerständen und Transistoren und so, das war sehr fasziniert. Habe mich dann eher dann aber Richtung Informatik bewegt. Du ja auch. Ja, also als ich angefangen habe damals, gab es eigentlich Informatikerlehren, gab es neu, aber die waren extrem selten. Elektroniker gab es viel mehr. Ich habe mich schon auch für diese Informatik interessiert, aber Elektroniker war wie einfacher zu kriegen. Und auch zu sagen, eben, ich habe ja gelötet, ja, das stimmt, ich habe gelötet, aber ich habe auch gefeilt und gebohrt und gemacht. Ich musste auch so kleine Apparätchen bauen. Und faszinierend war natürlich auch die ganze die ganze Stromtechnik, also zu verstehen, wie geht das jetzt mit eben Transistoren etc., das war schon auch spannend, das ist eine intellektuelle Frage. Das ist weniger damit zu tun, dann wirklich das umzusetzen, also kannst du schon, aber es ist natürlich auch einfach ein Verständnis zu kriegen von diesen ganzen Sachen. Das bringt mir teilweise heute noch was, das ist nicht mal was gewesen, was jetzt zu sagen war für die Katze. Aber natürlich, ich baue jetzt nichts mehr, ich bin kein Elektroniker mehr.
Was ich dann während dieser Lehre gemacht habe, war eigentlich diese Berufsmatura. Also, Und die hat mir dann die Chance gegeben, dann auch später Kommunikation und Informatik zu studieren. Das habe ich aber auch gemacht, erst nachdem sich die ganze Blase dort, die Dotcom-Blase ein bisschen zusammengebrochen ist. Ich habe nämlich nach der Lehre habe ich eigentlich schon als Programmierer gearbeitet, mal als Webprogrammierer, und habe dann aber die Stelle verloren, nachdem diese ganzen Web-Factories, also die ganzen Web-Dinge in diesen Firmen zusammengestrichen worden sind. Und ich wusste, okay, ich muss mich jetzt einfach arbeitsmarktmäßig fitter machen. Ich muss ein bisschen ich muss studieren, sonst habe ich dann keine Stelle mehr. Und das hat mich dann dazu gebracht, dann Kommunikation und Informatik zu studieren. Und während diesem Studium bin ich das erste Mal mit Wikipedia in Kontakt gekommen. Weil erstaunlicherweise immer wahnsinnig viel zu damaligen Zeitpunkt gab es schon viele Artikel über Informatikbelange. Wenig erstaunlich, würde ich mal sagen. Nach dem Klischee, was man über einen Wikipedianer hat, ist der ja sehr internetaffin und computeraffin. Ja, eben darum wahrscheinlich gab Oder es hast du Achim vieles. Raschka schon genannt? Der ist das ganz, also der ist es nicht, beispielsweise. Ja, ich glaube, heute hat es mehr verteilt. Früher war es ein bisschen so, heute gibt es ja, wenn man schaut, es kommt von allen Wissensbereichen etwa gleich viel. Was der Grund ist, dass sich das auch thematisch sehr gut abdeckt. Also man hat ein bisschen, vielleicht 15% aus der Naturwissenschaft, 15% Informatik, 10% kommen Geschichte und so weiter. Und dann am Schluss kommt wirklich kommt das Ganze zusammen, was dann diese ganze Breite von Themen dann auch ermöglicht. Und was ich aber noch anfügen muss, ich wurde ja nicht so glücklich in der Informatik. Ich bin ja nicht so wahnsinnig der Computer-Nerd. Das merkst du vielleicht, wenn du mit mir redest. Ich bin ja nicht so, dass jetzt für mich ist Informatik ein und alles und alles andere gibt es nicht. Sondern im Gegenteil, ich interessiere mich für wahnsinnig viele Themen. Und ich habe mich dann später, das ist auch der Grund, warum ich jetzt mich auf Bibliotheks- und Informationswissenschaften noch weitergebildet habe, um eigentlich nicht mehr in der reinen Informatik mich da beschäftigen zu müssen und Sachen zu programmieren. Wie bildet man sich weiter in Informationswissenschaften? Was ist der Unterschied zur Informatik? In der Bibliothekswissenschaft. Ach, Bibliothekswissenschaft, hatte Informationswissenschaft jetzt gehört. Also es ist beides, Bibliotheks- und Informationswissenschaft. Also Informationswissenschaft ist hier gemeint, einfach zu verstehen, wo man die Informationen kriegt. Also wie recherchiert man, wo sind die Datenbanken, wie kommt man überhaupt dorthin? Also das, was der Bibliothekar bieten muss. Und da kommt irgendein Doktorand und sagt, hey, ich muss dieses Thema bearbeiten, wo kriege ich diese Informationen her? Dann sagt er, ja, da gibt es aber diese und diese Datenbank. Haben Sie das schon gesehen? Da kommen Sie alle Artikel und Sie müssen wissen, wenn Sie so und so recherchieren, dann kommen Sie ja zu Ihrem Fachgebiet. Das ist dann eigentlich das, was der Bibliothekar kann. Und dann versteht er, wie man Informationen sucht oder wie man recherchiert und so. Das ist das, was man eigentlich wissen muss. Und Bibliothekar ist dann mir auch zu wissen, wie man Informationen eben suchbar ablegt, so dass es dann andere wieder finden und solche Dinge. Und das ist dann also es ist rein berufsspezifische Ausbildung, die ich da gemacht habe. Also Weiterbildung eigentlich. In Form von einem Nachdiplomstudium. Was dann in der Schweiz sehr stark gefragt wird. Also wenn man das hat man dann so quasi den Schlüssel, um in diese ganze Bibliotheks- und Archivwelt hineinzukommen. Die haben alle irgendwie noch so eine Weiterbildung besucht. Also es ist sehr schwer, sonst einfach in diese Welt reinzukommen, wenn man das nicht macht. Hat aber natürlich eine Verbindung zu Wikipedia, weil Wikipedia ist ja auch eine Informationsquelle. Ich sage jetzt eben Informationsquelle, nicht Wissensquelle. Eine Informationsquelle, die man eben kennen muss, auch aus Seiten von Bibliothek oder Archivswelt. Was arbeitest du eigentlich? Ich bin wissenschaftlicher Archivar im Schweizerischen Bundesarchiv. Ja. Du hast
vorher? Ach, ich sehe gerade, du warst Wikipedian in Residence. Erklär das kurz, was das ist. Also so kam ich überhaupt in diese Welt rein, muss ich sagen. Und zwar wurde das eigentlich von Wikimedia zusammen, damals Wikimedia CH und dem Bundesarchiv zum ersten Mal gemacht, dass sie einen Wikipedian in Residence gesucht haben. Und die Idee, so wie ich sie immer erzähle, es gibt verschiedene Interpretationen, was überhaupt so ein Wikipedian in Residence ist. Ich sage einfach immer, das ist ein bisschen der Consulter in einer Gedächtnisinstitution. Er geht nämlich rein und macht diese Gedächtnisinstitution fit, damit sie dann später Projekte mit Wikipedia machen kann. Also Bilder hochladen, zu verstehen, wie man verlinken kann oder wie man mit dieser Community zusammenarbeitet. Umgekehrt ist man auch ein bisschen der Ansprechpartner für die Community, für diese Institution. Also man versucht eigentlich eine Win-Win-Situation zu erreichen. Das einerseits die Community einen einfachen Zugang hat in diese Institution und diese Institution aber auch wieder die Wikipedia-Welt versteht, weiß, was eben geht, was nicht geht und was es bringt, was nicht bringt. Und was mal häufig missverstanden wird, das hat eigentlich keinen ökonomischen Hintergrund. Und diese Gedächtnisinstitutionen, wo ich auch damit gearbeitet habe, sind ja alle staatlich bezahlt. Die haben einen Auftrag. Die müssen einen Auftrag erfüllen. Sie müssen ihre Steuergelder, die sie kriegen, müssen sie irgendwie beweisen, dass sie diese sinnvoll ausgeben. Das heißt, die sind eigentlich eh schon bezahlt. Oder? Jetzt versuchen sie ein bisschen zu sehen, wo gehen dann die Leute oder wie sind die, wie recherchieren die jetzt im Internet, wie kommen die eigentlich an diese Information rein, also ran. Und dann sehen sie, die geben Google ein, da kommt irgendetwas von zu oberst, das ist die Wikipedia. Und da klicken Sie drauf und dann suchen Sie sich vielleicht über diese Wikipedia-Artikel die weiteren Informationen. Und eigentlich, beispielsweise zu einer Persönlichkeit in der Schweiz, haben wir ja den Nachlass. Das heißt, die sehen von der Wikipedia gar nicht, dass wir den Nachlass haben. Also müssen wir das jetzt, auch ein bisschen von unserem Auftragsempfinden her, ja, den Kunden, die wir haben, ja ein bisschen klar machen, bei uns wäre übrigens der Nachlass. Und die Kunden, die kommen eben gar nicht auf uns zu, sondern die googeln und kommen über Wikipedia dann halt auf uns zu. Mhm. Das ist ein bisschen das Verständnis. Also es geht gar nicht darum, irgendwie Geld zu machen, was ja teilweise in der Community ein bisschen die Angst vorhanden ist, erstaunlicherweise. Sondern also geht es wirklich darum, irgendeinen Wissensauftrag zu erfüllen. Und diese Institutionen, die möchten aber nicht mit der Türe ins Haus fallen. Das ist dann auch so ein bisschen, die verstehen schon, da ist irgendwie Community, das ist irgendwie ein privates Projekt im Hintergrund. Die haben zwar ähnliche oder gleiche Ziele, oder? Irgendwelche Informationen zu verbreiten, oder? Aber wir müssen ein bisschen verstehen, wie diese ticken, damit wir dann ein bisschen bei uns vernünftig da integrieren können in diese. Und der Wikipedia in Residence, der ist eigentlich dazu da, zu beraten, ein bisschen zu zeigen und dieses Know-how, Community Know-how oder das Know-how von über die Wikipedia in diese Gedächtnisinstitutionen hineinzubringen. Mhm. Und das war dann jeweils etwa 6 Monate. Also hast du es vier Monate. Du hast es mehrfach gemacht. 2013 im Bundesarchiv, wo ich jetzt auch angestellt bin, nachträglich. In Schweizerisch. Dann, genau, 2014 im Schweizerischen Nationalbibliothek und 2015 in der Universitätsbibliothek Basel. Wie bist du dazu gekommen, das zu machen? Ich habe mich beworben, also es gab eine normale Stellenausschreibung. Da hat mein ehemaliger Arbeitskollege, also ein Arbeitskollege von mir dort, hat mich darauf hingewiesen, hey, du bist doch in der Wikipedia unterwegs, hey, da sucht das Bundesarchiv in Wikipedia in Residence. Und da ich ja nur 60% gearbeitet habe, das war damals in der Stadt Zürich, Statistik Stadt Zürich, wusste ich, das ist 40%, das könnte ich jetzt gleich machen, dann hätte ich 100%. Und dann habe ich mich mal beworben und dann hat das geklappt. Es gab etwa 10 Bewerber, davon kamen aber nur 3 wirklich in Frage, weil viele Bewerber haben das missverstanden. Die dachten, ja, ich kann schon ein paar Artikel schreiben
und neben vielleicht Studiums, als Studiumsjob oder so. Und die wollten ja niemand, der Artikel schreibt. Die wollten ja eben beraten werden oder Projekte aufgleisen und nicht irgendwie was anderes. Oder? Und am Schluss von diesen drei, da war eine, ein Französisch sprechender, Italienisch sprechender und ich als Deutsch sprechender Bewerber, und am Schluss habe ich es dann geschafft. Vermutlich auch, weil eben relativ nahe bin halt auch sprachlich von den Leuten, wo ich zusammengearbeitet habe, aber auch die meisten Dinge schon umgesetzt habe in der Wikipedia selbst. Diese, das Studium auch Bibliothekswesen, war das jetzt dann danach oder davor? Das war danach. Dann habe ich danach. Dann habe ich gemerkt, hey, diese Gedächtnisinstitution, diese Arbeit gefällt mir. Das ist eine wunderbare Sache, da kann ich ein bisschen aus dieser Informatik, die mir mich nicht so wahnsinnig befriedigt hat, ein bisschen mal raustreten und mal was anderes machen. Und das in der Gedächtnisinstitution finde ich eigentlich eine sinnvolle Sache. Und dann habe ich bemerkt, okay, wenn ich da reinkommen muss, muss ich ein bisschen nochmal was, ja, in diese Richtung mich weiterbilden. Und dann habe ich dann mich für das Studium angemeldet in der Uni Zürich, also dieses Weiterbildungsstudium. Mhm. Und so hat sich das ergeben. Aber die Anstellung vom Bundesarchiv habe ich trotzdem ohne das schon gekriegt. Also ich habe es dann trotzdem, wurde ich angestellt von, also ich hätte wahrscheinlich diese Weiterbildung jetzt für diesen Job, den ich jetzt mache, gar nicht gebraucht. Aber für die Zukunft ist es wichtig. Also ich finde es eine gute Sache, dass ich das gemacht habe. Ich verstehe jetzt ein bisschen das ganze Bibliotheks- und Archivswelt viel besser als vorher. Mir fällt jetzt gerade ein, es gibt so eine Serie, The Quest heißt sie im Deutschen. Im Englischen heißt sie The Librarian. Kennst du die? Sagt dir das was? Nein, sag mir. Also da ist eigentlich eine Abenteuerserie, wo es gibt eine Bibliothek, wo das Artus-Schwert und so magische oder historische Artefakte gehalten werden und die müssen die immer suchen weltweit. Aber was mich da ärgert, ist immer, dass der Bibliothekar falsch dargestellt wird. Der weiß nämlich immer alles. Also der kann aus dem Kopf dann weiß ja, wie die verschiedenen Götter heißen oder wie man Sprachen übersetzt und das ist der Wikipedianer. Der weiß auch mal alles, ja. Aber das ist ja eigentlich gar nicht Aufgabe des Bibliothekars, alles zu wissen, sondern das Wissen zu organisieren, zu wissen, wo es steht oder wo man die Informationen herkriegt. Ja. Das wäre ja eigentlich die richtige Darstellung. Dass der dann eben mal schnell nachschlägt, aber das wäre dann, würde die Abenteuerserie extrem verlängern, fürchte ich, wenn der zwischendurch immer mal in der Bibliothek verschwinden würde. Ja. Oder er würde Wikipedia offline mit sich herumtragen. Beispielsweise. Kiwix. Und Bibliothekar, das wird gut. Du hast schon eine bessere Vorstellung von einem Bibliothekar, wenn viele, die man sonst mit Bibliothekar, die haben sich die Vorstellung, das ist jemand, der Bücher Etiketten reinklebt und dann ins Regal stellt und vielleicht da mal jemand was ausleiht, dann dieses Buch holen geht und dann über die Theke reicht und so. Genau, der könnte auch genauso gut Schrauben und Muttern verwalten dann. Ne? Das ist dann eher so der Magazin, oder? Das ist derjenige, für das passt ja mal kein Studium. Lagerarbeiter. Oder der klassische Bibliothekar zu sagen, ist eigentlich der Fachreferent. Das heißt, er muss eigentlich wissen, was ist jetzt die Literatur zum Thema X. Ich bearbeite beispielsweise Ägyptologie oder so. Das gehört dann in das Fachgebiet. Also nicht, das ist jetzt zum Beispiel Fachreferent für Ägyptologie. Und er muss dann wissen, wo ist jetzt die wesentliche Literatur in diesem Gebiet Ägyptologie, oder was sind die wichtigen Wissenschaftler, was sind die wichtigen jetzt die neuen Publikationen, und da muss er dann diese einkaufen. Oder dann geht er und dann hat er ein Budget und dann muss er die richtigen Dinge einkaufen, damit dann später in der Uni jemand, der Ägyptologie studiert und glaubt, ja, ich brauche diese Literatur, auch die richtige kriegt. Also das ist eigentlich so der typische Fachreferent. Und der ändert sich heute natürlich auch, oder? Wenn alles digital kommt, muss der natürlich schauen, ja, wie mache ich dann Zugänge? Es gibt dann vielleicht eben eine Fachdatenbank und so, und da muss man das bestellen und dann das Lizenzmodell etc. Und auch zu schauen, ja, wie platzieren wir uns jetzt da in der Zukunft, oder? In dieser ganzen
die Information muss immer schneller zur verfügbar sein, oder? Der Student zu Hause, der kommt nicht mehr in die Uni, oder? Der möchte es eigentlich gerne auf dem Computer. Und jetzt, wer möchte es lesen? Er hat morgen eine Abgabe, er braucht jetzt diese Literatur noch, oder? Also muss man das schauen. Und Bibliotheken ändern sich insofern, dass diese Plätze, die werden eigentlich gar nicht mehr gebraucht, für Bücher zu horten, sondern um möglichst 24 Stunden einen Platz zu bieten, dass die Leute kommen und sich quasi fast einnisten, oder? Also vor allem bei diesen wissenschaftlichen Bibliotheken ist das der Fall, oder? Da müsste sich dann überlegen, wie machen wir jetzt einen 24-Stunden-Service? Also ernsthaft 24 Stunden. Und solche Dinge sind auch die Herausforderungen, die jetzt die Bibliotheken beschäftigen. Und dagegen diese Magazinarbeit einfach auch vielleicht ein bisschen zu katalogisieren oder auch dann später das wieder reinzustellen, zu holen. Das ist ein bisschen dann, ja, halt eher ein Job, den man noch schneller mal einfach auch ohne akademischen Hintergrund erledigen kann. Wie hast du denn deine Bücher zu Hause sortiert? Nach Titeln oder nach Wissensgebiet? Nach Farbe. Das ist auch eine Frage, oder? Man kann es ja aufstellungsmäßig entweder nach Farbe oder nach Größe oder nach. Nein, ich habe es natürlich möglichst nach Wissensgebieten. Also ich habe dann, wenn immer möglich, wenn es nicht groß klein ist, dann muss ich sie ein bisschen anders lagern. Aber sonst weiß ich, aha, in diesem Gestell habe ich das und unten dran habe ich dann das. Ja. Aber ich habe nicht so viele Bücher, muss ich auch sagen. Ich habe vieles auch rausgenommen in einen Lagerraum. Ich brauche ja nicht dauernd Bücher vor meiner Nase. Also ich bin auch immer wie mehr digital unterwegs. Ich habe alles auf dem Computer organisiert. Bücher sind für mich vor allem Belletristik. Also wenn ich irgendwie einen Roman habe oder so. Solche Bücher habe ich noch. Aber auch dort versuche ich immer wie mehr dann auch vielleicht auf E-Reader oder so zu wechseln. Du, dieses, nochmal zu den Wikipedien in Residenz zurück. Du sagtest ja schon, dass nicht die Aufgabe ist, jetzt Artikel zu schreiben, sondern zum einen die Institution zu machen und zum anderen für die Community, also für Leute, die freies Wissen herstellen wollen, den Zugang zu der Institution zu ermöglichen. Ist dir das in allen drei Fällen gelungen? Also gemäß Aussagen der Gedächtnisinstitutionen, ja, würde ich sagen. Ist gelungen. Es gibt natürlich immer noch Verbesserungsmöglichkeiten, das noch stärker bewusst machen kann, noch stärker integrieren kann. Was wir jetzt vom Bundesarchiv her machen, ist, wir möchten uns in Wikidata reinbringen. Es gibt zum Beispiel, es gibt ja Nachlässe. Das Bundesarchiv, das Schweizerische Bundesarchiv, sammelt ja nicht nur das über die Tätigkeiten, über was passiert innerhalb der Bundesverwaltung. Das ist ja ihre Auftrag, sie müssen das alles archivieren, sondern sie nehmen auch Archive von Institutionen oder Personen entgegen, die im schweizerischen Geschichtssinn wichtig waren. Also Parteien oder Politiker oder gemeinnützige größere Institutionen, die haben dann auch ihren Bestand im Bundesarchiv. Und dann hat man mal geschaut, von welchen diesen Personen gibt es eigentlich schon Wikipedia-Artikel. Und da könnte man den Nachlass verlinken. Aber es gibt natürlich einige, die sind durchaus auch von der deutschsprachigen Wikipedia her relevant, oder? Aber da hat einfach noch niemand einen Artikel dazu geschrieben. Wenn niemand einen Artikel dazu geschrieben hat, kann man es ja nicht verlinken. Ja. Aber eigentlich kann man es über Wikidata verlinken. Also in Wikidata könnte man es vollständig reintun. Weil ich kann ja auch ein Datenobjekt anlegen über eine Person, wo ich weiß, ja, das ist sicher eine relevante Person, die hat jetzt aber noch in keiner Version einen Artikel. Und da kann ich aber den Link reintun. Das haben wir jetzt mal so weit aufgegleist, dass wir das haben. Wir haben eigentlich die Möglichkeit zur Verlinkung von so einem Datenobjekt auf den Bestand im Bundesarchiv. Jetzt möchten wir aber noch mehr, oder? Wir möchten sagen, ja gut, wir möchten ja nicht nur den Link, wir möchten vielleicht noch die Daten reintun von
ja, ist es überhaupt ein einzelnes Dossier oder sind es mehrere Dossiers und welchen Zeitpunkt ist das überhaupt entstanden und solche Dinge sollen auch noch rein. Und interessant wäre, wenn man ein Thema hat, was sogar mehrere Fundstellen hat, das gibt zum Beispiel ein gesamtes politisches Thema in der Schweiz. Nehmen wir mal so Annäherung an die EU beispielsweise. Gibt es dann haufenweise politische Geschäfte dazu und dann wäre eigentlich interessant, wenn man das dann, dass man nicht einfach nur eine Verlinkung hat, sondern dann 100 Verlinkungen und dann sagen kann, ja, da ist aber das ist jetzt ein Dossier von dieser Partei darüber oder das ist jetzt ein Dossier von diesem Amt darüber und so weiter. Dass dann jemand, der sich für dieses Thema interessiert, kann eigentlich auf Wikidata und hat dann die zugehörige Archivliteratur sozusagen über dieses Thema, kriegt er über die Wikidata. Mhm. Und das ist jetzt daran arbeiten wir jetzt ein bisschen, mal schauen, ob das, wie weit wir hier kommen. Das heißt, du bist angestellt bei der, was sagtest du, beim Nationalbibliothek? Nein, Schweizerisches Bundesarchiv. Beim Schweizerischen Bundesarchiv, bist aber auch gleichzeitig Wikipedia in Resident. Eigentlich nicht mehr offiziell. Nicht mehr offiziell, aber von dem, aber was du tust. Es ist völlig klar, dass die Leute wissen, dass ich da Bescheid weiß und dann bin ich natürlich klar in diesen Projektgruppen drin. Ist das aber besser, ist nur noch ein kleiner Teil von dem, was ich tatsächlich als Aufgaben habe im Schweizerischen Bundesarchiv. Mhm. Cool. Was macht denn das? Also ihr kriegt Nachlässe im Bundesarchiv, ihr kriegt irgendwie Gesetzestexte, die Archive von den Besprechungen der Nationalversammlung vermutlich, oder was? Also grundsätzlich alles. Alles. Mit weniger Ausnahmen, was den Bund betrifft, als Ämter. Mhm. Also Militär, Sozial, also Departement des Innern, Departement des Äußern, etc., also was es eigentlich gibt, Umweltverkehr, etc., gibt es ja diverseste Ämter. Und diese Ämter, die erstellen Papier. Neu auch hier im elektronischen Sinn. Hm. Und das heißt, das Bundesarchiv sagt dann, ihr müsst uns dieses Papier abliefern, nach einem gewissen Zeitpunkt. Und sie sagen noch auch welches, also sie bewerten, sie sagen, über diese Geschäfte möchten wir diese Dossier möchten wir haben und sie archivieren dann das. Damit später jemand kommen kann und sagt, ich möchte gerne mal schauen, wie dieser Staat eigentlich arbeitet, ob da alles auch in Ordnung ist und ob das, also es schafft eigentlich Transparenz gegenüber den staatlichen Behörden, gegen der Verwaltung. Das heißt, dass da alles eben sauber abläuft im demokratischen Sinne. Dazu garantiert dass das Archiv, dass diese Informationen eben bewahrt werden und dann auch später zugänglich gemacht werden. Mhm. Und zusätzlich eben auch, es interessiert daran, dass eben auch Parteien oder so ihre Privatarchive auch abliefern können. Das ist mir auch offen dazu. Das ist so Open Data Gedanke dahinter? Ja, das Archiv sich am Anfang wahrscheinlich nicht. Das gibt es ja schon lange. Ich meine, das Bundesarchiv in Deutschland hat die gleiche Aufgabe. Es ist einfach ein demokratisches Prinzip. Open Data kommt rein, indem man eben vielleicht ein Öffentlichkeitsprinzip macht. Ein Öffentlichkeitsprinzip bedeutet, dass man nicht sagt, es ist einfach alles geheim, was nicht explizit offen sein muss, oder? Sondern umgekehrt, alles ist offen, was nicht explizit geheim ist. Das heißt, wenn es keinen Grund gibt, etwas geheim zu halten, dann hält man es nicht geheim. Mhm. Sondern es kann jemand das offen anschauen. Das ist eigentlich dieses Öffentlichkeitsprinzip. Und darin kommt ein bisschen diese Open Data natürlich auch rein, zu sagen, hey, wir verlangen ein bisschen dann auch, dass diese Daten und solche Dinge möglichst schnell und selbstständig auch zur Verfügung gestellt werden. Mhm. Und für uns ist jetzt wichtig, jetzt für mich auch aus informationswissenschaftlicher Sicht, dass wir natürlich uns auch möglichst
die Metadaten eigentlich klar veröffentlicht. Das heißt, die Personen begreifen, wo ist überhaupt diese Information. Und das ist auch, wo der Wikipedianer ein bisschen Probleme hat, weil die Wikipedianer sehr häufig Laien sind, verstehen sie teilweise gar nicht, wo ihre Information wäre. Mhm. Also jemand interessiert sich, wie wenn ich jetzt zum Beispiel über Vogelspinnen schreibe und ich bin kein Zoologe und ich habe mich nicht mit diesem, ich komme jetzt dazu, verstehe vielleicht nicht, dass es dann eine Datenbank gibt, wo alle beschriebenen Arten werden dort gesammelt. Also die Literatur darüber. Und ich verstehe es jetzt, ich weiß, das gibt's, kann ich dort nachschauen. Und das ist das, was wir bemerkt haben bei Wikipedianern, sie verstehen eigentlich gar nicht, wäre in der Schweiz zum Beispiel im Wirtschaftsarchiv greifbar. Du schreibst über irgendein Unternehmen, ja, dann hättest du beim Wirtschaftsarchiv jetzt die Unterlagen dazu. Aber vielleicht weiß der Wikipedianer nicht mal, dass es das gibt, dieses Wirtschaftsarchiv. Das ist so der Realfall. Hm. Weil es eben niemand ist, der jetzt da studiert hat oder auf irgendwie eine Dissertation geschrieben hat, dann ist er noch nie mit diesem Wirtschaftsarchiv in Kontakt geraten. Und das ist auch der Wikipedia in Residence. Das war eigentlich ein bisschen die Idee, dass wir auch den Schweizer ein bisschen sagen, hey, siehst du, da hast du Informationen hier oder da hast du Informationen dort und da hast du noch ein Archiv, was sich damit beschäftigt. Damit sie ein bisschen überhaupt diese Idee bekommen, dass das ja existiert. Und dass sie es auch kriegen dürfen. Und das wusste ich vorher auch nicht, muss ich ehrlich gesagt sagen. Bevor ich da angefangen habe, Wikipedia in Residence, war mir nicht alles klar, was diese Institutionen machen. Mir war beispielsweise nicht klar, diesen Sammelauftrag der Schweizerischen Nationalbibliothek, dass ja eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass irgendetwas mal publiziert ist in der Schweiz, aber einer bestimmten Auflage, dann liegt das in der Nationalbibliothek. Und dann findet man es auch dort. Also wenn ich irgendeine Zeitung suche, dann werde ich fündig, und zwar entweder in der Nationalbibliothek oder wenn es eine kleine war, vielleicht in einer Kantonsbibliothek. Aber sonst, vorher hatte ich die Idee, ja, ich muss da vielleicht ein bisschen suchen, wo ist der Nachfolger von dieser Zeitung? Vielleicht gibt es irgendwie eine Zeitung, aufgekauft wurde von einem größeren, da muss ich vielleicht diese fragen. Es kam mir gar nicht in den Sinn, dass es ja Bibliotheken gibt, die diesen Sammelauftrag haben und das auch tatsächlich müssen, diese Zeitungen zu sammeln. Und das dann auch zugänglich machen müssen. Und zugänglich machen, ja. Ja, das genau. Ist durchaus nicht dasselbe. Manche Archive, weiß nicht, also, dass das Digitalisierung so schleppend vorangeht, ist für mich immer wieder schade. Bei Bibliotheken würde ich sagen, die machen es immer zugänglich. Das ist eine Bibliothek, die einfach nur sammelt und sagt, ja, sie dürfen es nicht sehen. Das ist sehr ungewöhnlich. Bibliotheken waren bisher immer dazu da. Genau, aber Archive eben nicht. Archive nicht, ja, das ist wirklich der Unterschied. Archive müssen da einen größeren Lerneffekt haben, zu merken, hey, aber ich sag immer vom Archiv, oder wenn ich etwas archiviere und das vermittle ich nie mehr, also das heißt, ich bringe es nie mehr raus, dann könnte ich es auch fortwerfen. Genau. Also etwas, das rein muss auch irgendwann wieder raus, denn wenn es nie rausgeht, dann war es ja auch sinnlos, dass ich es rein tue. Irgendwo dieses Spiel muss natürlich vorhanden sein, weil erst wenn es wirklich auch eine Vermittlung hat, auch wenn es wirklich dann gebraucht wird für später, macht das auch Sinn, dass ich es dann habe. Und in der Bundesarchiv kann ich sagen, möchten wir eigentlich alles digitalisieren. Jetzt ist es einfach so, wenn wir alles digitalisieren, wirklich jedes Papier, dann würden wir jetzt mit diesen Ressourcen, die wir zur Verfügung haben und von der Größe, was da vorhanden ist, von der heutigen Technologie 200 Jahre gebrauchen. Mhm. Und das geht natürlich nicht. Nicht. Also machen wir es anders. Wir planen, dass wir es jetzt nach Bedarf digitalisieren. Das heißt, jemand bestellt etwas und eine Bestellung heißt immer, es geht zur Digitalisierung. Mhm. Und er kriegt es dann digital raus. Und der Zweite, der das dann bestellt, dann ist es digital schon vorhanden. Das heißt, wir machen keine Pläne darum, was digitalisieren wir zuerst, was digitalisieren wir viel später, sondern wir digitalisieren es dann, wenn es nachgefragt wird. Hm. Ah, das habe ich auch neulich irgendwo gesehen beim Staatssicherheitsarchiv in Hohenschönhausen, Berlin-Hohenschönhausen, die machen das ja auch so. Ah. Ach nee, die digitalisieren Tonbandaufnahmen.
von Verhören. Ah. Ja, das macht, das kann man eben auch, das sind auch 200 Jahre oder so, die sie dann durchgehend brauchen würden. Und so machen sie es auf Anfrage. Und das geht dann relativ zügig. Ja. Aber, ja, sie können eben nicht unterbrochen das machen. Ja, das ist eben der Prozess, da muss man halt aufgleisen. Dann muss halt, dann weiß halt jemand, der es bestellt, ich muss jetzt ein bisschen warten, es wird halt noch digitalisiert. Und so. Hm. Aber es nimmt dann die ganze Überlegung weg von eben was zuerst und was nicht, weil so digitalisiert man sicher die richtigen Dinge, die jetzt gerade gebraucht werden. Genau. Du schreibst aber nach wie vor noch in der Wikipedia, ne? Bist doch Autor. Ich muss sagen, ich komme letzte Zeit fast nicht mehr dazu. Naja, aber du hattest so eine Hochphase, wo du viel geschrieben hast. Ja, ich hatte eine Hochphase, ja, wo ich ganz viel geschrieben habe. Ich hätte auch immer noch Themen, die ich schreiben kann. Hm. Ich habe momentan einfach nicht so die Lust dazu, muss ich jetzt ehrlich gesagt sagen. Ja, das ist vollkommen okay, muss dich nicht entschuldigen. Es ist nach wie vor ein Hobby. Das ist ein Hobby, ja. Das ist ganz wichtig. Das ist und das bleibt, ja. Und du schreibst hier Vogelspinnen, Stabkirchen, Kunst, Kultur, Politik und Kinderkram. Ja. Kinderkram im Sinne von Spielzeug und sowas. Ja, ich habe mal angefangen damit. Ich habe einfach gesehen, also das war ein bisschen das sind vielleicht ein bisschen die Motivation und die Idee dahinter. Ich dachte, ich muss über Dinge, ich schreibe über diese Dinge in der Wikipedia, wo die ohne mich nie geschrieben werden. Mhm. Ja, das ist ein schöner Herangehensweise. Ja, ja, wenn ich etwas schreibe über, was ich was, neue Sieger des, weiß ich was, Dschungelcamps. Da musst du nicht warten, da schreiben gleich hunderte IPs rein, oder? Mhm. Da brauchst du dich nicht, oder? Dass du das jetzt schreibst, das kommt automatisch. Aber über Dinge, die ich vielleicht von meiner Kindheit erkenne, irgendwie ein 70er Jahre Spielzeug, was für mich jetzt aber in meiner Biografie etwas bedeutet, oder? Weil ich habe vielleicht das toll gefunden, aber ich weiß, das findet niemand sonst im Netz, oder das wird am Schluss gar nie, da gibt es auch niemand, der jetzt schreibt, das wäre ein wahnsinniger Zufall. Dann dachte ich, das ist mein Mehrwert als Person, wenn ich da jetzt das schreibe. Und nicht, wenn ich über Zürich schreibe. Da gibt es genug Leute, die das können, oder? Und so habe ich eigentlich auch angefangen, ein bisschen mit Wikipedia die Dinge mal ein bisschen reinzuschreiben, die eben ich davon ausgehe, dass diese nie oder doch sehr, sehr lange gewartet hätten. Mhm. So. Und du fotografierst? Ja, habe ich dann angefangen, auch ein bisschen mit Wikipedia, ein bisschen gezielter zu fotografieren, ja. Bei mir war es genauso. Ich hatte auch zwar eine gute Knipse, aber für Wikipedia, für Architekturfotos hat mir dann doch eine teure Kamera gekauft, weil ja man dann nicht mehr zu sehr darauf achten muss, dass das Licht jetzt stimmt oder so, weil die Kamera viel besser einfängt. Ja. Aber ich muss sagen, ich halte zum Beispiel jetzt gar nichts über diese ganze Debatte hier. Also die stört mich auch richtig über diese Fotografie-Debatte, wo sich die Fotografen da über diese Lizenz streiten und die ganze, das nervt mich richtig. Also worüber streiten die sich? Ja, über Lizenzverletzungen. Ach so. Bei mir ist es so, ich mache die Fotos und ich bin manchmal sogar froh, wenn ich jetzt ein Foto hochlade und da hat es jetzt ein Foto, dann ist es unproblematisch, weil ich habe nicht so wahnsinnig, also ich habe, mir ist es eigentlich egal, was aus diesem Foto nachträglich wird. Mhm. Weil es von mir aus kann es dann, also ich stelle es ein bisschen in die Wikipedia zur Verfügung mit der Idee, ich stelle jetzt heute das frei zur Verfügung. Es ist jetzt freies Wissen, oder? Man ist auch frei gebrauchbar und so, also soll es doch auch möglichst ungeschränkt brauchbar sein, oder? Ich möchte jetzt, wenn ich eine Vogelspinne illustriere, möchte ich einfach mal, dass ein ordentliches Bild von dieser Vogelspinne mal quasi im freien Wissen existiert und eben nicht immer der Copyright-Gedanke im Vordergrund steht, weil es ist ja eigentlich uninteressant. Es gibt tausende solche Bilder, die absolut identisch aussehen. Jetzt gibt es halt eines, das ist mal frei, oder? Das kann man einfach verwenden. Und dann stört mich, wenn dann der Wikipedianer genau gleich aufkreuzt und genauso blöd tut, sozusagen, oder? Wie derjenige, der alles immer
Copyright-Gedanken hat. Und kein Bild ist dann wirklich eine künstlerische Leistung. Es ist alles ein bisschen, ja, es ist halt ein Foto. Was man, ja, ich na, bin kein. Es gibt Fotos, die, da merkt man schon die Kunst, die dahinter steht. Das will ich jetzt. Das stimmt, aber das braucht die Wikipedia nicht. Ach so. Also ich denk, Wikipedia will ja informieren oder wissen, das muss ja vor allem einfach mal zeigen, hey, diese Kirche beispielsweise sieht so aus, diese Vogelspinne sieht so aus, es hat diese und diese Merkmale und dass du dir kein Bild selber machen musst, gebe ich dir jetzt ein Bild und du siehst, so sieht das aus. Mhm. Und eigentlich sind das ja solche Fotos eigentlich, die Wikipedia braucht. Sie braucht ja nicht ein Werbeprospekt zu sein und sie muss auch nicht künstlerisch wertvolle Bilder haben. Das ist wirklich völlig überflüssig. Und ein gutes Bild für Wikipedia illustriert den Sachverhalt, den es darstellen möchte, möglichst, wie soll man sagen, möglichst objektiv. Und dann, durch das es möglichst objektiv ist, ist es eben weg von diesem ganzen individuellen Gedanken dahinter. Dann ist es eigentlich auch egal, ob es jetzt ein Micha Rieser oder irgendwie ein Max Muster gemacht hat. Das sollte möglichst gleich aussehen. Und darum auch, wenn ich ein Bild mache von, also eben von einem Gebäude in Zürich, dann sieht das halt so aus, wie wenn es irgendjemand sonst gemacht hätte. Warum ist es jetzt wahnsinnig wichtig, dass das Bild von mir kommt? Meine Motivation war auch, dieses Gebäude zu beschreiben für die Allgemeinheit und nicht meine Person in den Vordergrund zu stellen. Und das ist eben bezogen auf das eine, was Christian Stegbauer ja gebracht hat von der Befreiungs- zur Produktideologie. Ich denke, da sieht man da sehr stark in der Wikipedia oder am Anfang war eben diese Befreiungsideologie sehr stark vorhanden bei diesen Personen. Also sie sagten, na, hey, dieses Internet mit diesen, wo dieses Copyright-Gedanken im Internet funktioniert eigentlich nicht zusammen. Und wir machen jetzt was anderes, wir machen eine freie Enzyklopädie, wo diese Copyright nicht mehr das Wesentliche ist. Und im Wissen ist eigentlich losgelöst von einem rechtlichen Konstrukt der Urheberschaft. Und das ist eigentlich dann der Mehrwert der Wikipedia. Und wenn man heute diskutiert mit den Community, die machen wie ein Produkt einer Firma, oder? Also es ist eben eine Produktideologie, es muss zwar qualitativ hochwertig sein, etc., da bin ich sogar dafür, oder? Das finde ich wichtig. Aber nein, meine Rechte als Urheber sind total wichtig. Also fast die gleiche Diskussion, die man mit den Metallica Musikern reden kann. Also ich habe es komplett umgedreht. Das Wikipedia benimmt sich, oder die Leute benehmen sich völlig, als müssen die Leute, die jetzt das einfach so verwenden und eigentlich die davon ausgehen, Wikipedia ist frei, vielleicht freier als das sogar die Autoren eigentlich aus Lizenzrechtlich wissen, sondern die gehen da wirklich davon aus, ah, das ist jetzt frei bedienbar, oder? Das ist jetzt eben frei von diesem Urheberrechtsgedanken, dass man diese möglichst hart bestraft. Die Leute müssen das spüren, dass das nicht geht. Das ist für mich eigentlich eine Entwicklung, die völlig vom ursprünglichen Ziel sich wegbewegt. Mhm. Welche Lizenz verwendest du? Ich habe jetzt angefangen, meine zu verwenden, indem ich einfach gesagt habe, meine Bilder sollen meinen Namen irgendwo aufführen. Fertig. Bei Bildern. Bei Texten habe ich geschrieben, keine Urheberrechtsangaben. Bei Bildern ist mir einfach so, ist mir einfach nett, wenn mein Name steht. Wenn er nicht steht, Pech. Also so gehe ich damit um. Und ich habe auch geschrieben, irgendwo auf meiner Benutzerseite, auf Comments oder wo, wenn ich dann sterbe, dann soll es dann möglichst frei sein. Also ist dann gemeinfrei meine Bilder. Hm. Man könnte ja meinen, dass jetzt Public Domain oder etwas Ähnliches dann die beste Lizenz ist, wo man überhaupt nichts mehr beachten muss. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass mich Zeitungen angeschrieben haben, die Fotos von mir verwenden wollten und dann doch wissen wollten, was sie drunter schreiben sollen.
Ja, und da gibt's sag, das immer, da hatte ich immer gesagt, müssen sie nicht, ist Public Domain, die können machen damit, was sie wollen. Okay, sagten die. Und was soll ich drunter schreiben? Und seitdem mache ich das auch mit dem Namen. Also ich nehme eine Creative Commons Namensnennungslizenz. Und das hilft mir auch, zum Beispiel Bilder wiederzufinden. So ja. Habe ich herausgefunden, dass ein Bild von mir in der Encyclopedia Britannica verwendet wird. Ja. Was mich sehr stolz gemacht hat. Das habe ich, Google Image habe ich, suche ich dann auch. Da kannst du aber auch suchen nach einfach dein Bild, oder? Da kannst du mal schauen, dann findest du auch, ja, dann findest du auch, wo es verwendet wird ohne Namen. Ich habe eben jetzt die Creative Commons Namenslizenz nicht genommen, weil diese ist wieder zu viel zu restriktiv. Weil eigentlich müssen sie nicht nur den Namen nennen, sondern sie müssen noch den Link angeben. Die Lizenz angeben, richtig. So, zur Lizenz. Trotzdem, oder? Also, sie müssen trotzdem den Link setzen. Und auch das kann schon wieder eine Fallgrube sein. Und das stört mich an diesen Lizenzen eben am meisten. CC BY SA beispielsweise, oder CC BY, das ist jetzt langsam eine so bekannte Lizenz, dass eigentlich jeder, der auch wenn du CC BY eingibst in Google, kommt das erstens der Link zu dieser Lizenz. Man könnte eigentlich davon ausgehen, dass dieser String ja genügt. Ich gebe rein Micha Rieser und dann Querstrich CC BY SA. Und dann ist eigentlich jedem klar, was das ist. Aha, das ist eine Creative Commons Lizenz. Und je bekannter das sie wird, desto klar ist, dass es eine Creative Commons Lizenz. Aber eigentlich widerspricht das der Creative Commons Lizenz, weil ich muss hier einen Link setzen. Ein Link. Ich muss explizit irgendeinen Link setzen. Und das denke ich. Also ich habe Leute von Creative Commons gefragt und die sagten, nee, man muss den Link nicht setzen. Es reicht der String. Das hat mich dann auch verwirrt, dass eine juristische Community sich so ungenau äußert dann. Ja. Das ist dann ihre eigene Interpretation, in ihre eigene, oder ist das jetzt schon die neue Lizenzart, etc.? Also, was mich stört ein bisschen, das ist, sie haben es irgendwie aufgegleist, es ist irgendwie gut gemeint, aber es ist irgendwie für die Leute, die sich jetzt sehr stark eben hinter diese Lizenzen setzen und vor allem, sobald es nicht ganz punktgenau verfolgt wird, das ausnutzen möchten, ist ein bisschen ein Bärendienst, das Ganze. Man hätte das von Anfang an viel freier deklarieren müssen. Man hätte viel eine einfache Lizenz machen müssen, die von Anfang an viel mehr ermöglicht. Und diese eben, ich muss eine Lizenz setzen, damit der Link setzen, damit andere dann auch verstehen, was das für eine Lizenz ist. Ich finde zum Beispiel die Aussage Wikipedia von Wikipedia ist schon eine gute Quellenangabe, weil sie zeigt doch immerhin, wo finde ich dieses Teil. Und ich muss ja niemandem mehr erklären, was die Wikipedia ist heutzutage. Es ist vielleicht sogar eine bessere, weil der Name vielleicht geändert wurde von dem Artikel oder weil der Direktlink von dem Administrator gelöscht wurde, weil dort Volksverhetzung irgendwie drin war. Dann ist es doch besser, auf Wikipedia nochmal nach dem Inhalt zu suchen, als jetzt diesen konkreten Link zu haben. Der Link auf den Artikel, ja. Der Link auf eine Bildversion, ja. Ja, gut, weil man muss ja nicht Link auf die Bildversion haben, sondern Link auf die Lizenz. Ja, nicht genau, aber du sagst ja als Quelle sagst du Wikipedia. Und ich glaube, das ist dann sogar langfristig die bessere, weil dann der direkte Link vielleicht nicht mehr funktioniert und das dann noch schwieriger wird, das wiederzufinden. Es ist vor allem für Bilder, finde ich eben von Wikipedia, ist ja gut, wenn die Wikipedia in den Vordergrund stellt. Das muss ja für die Community interessant sein, dass man sagen, aha, und das zeigt ein bisschen, wie Wikipedia eben akzeptiert wird, dass sogar irgendwelche Sendungen, Fernsehsendungen in der Wikipedia recherchieren. Das ist eigentlich ein interessantes Zeichen, oder? Ich kann irgendwie etwas lesen, einen Zeitungsartikel, und es steht dann beim Bild aus Wikipedia. Das ist ja, aha, die haben Wikipedia konsultiert. Und das Bild ist mir klar, da wird irgendein Urheber dahinter sein. Und wenn ich dann das Bild wirklich sehen möchte, wer das hat, dann werde ich in der Wikipedia bei diesem Thema fündig. Das ist nicht so schwierig.
Aber die Leute stören sich dann, dass ihr Name nicht dort steht und die Lizenz nicht dort steht und dass die Wikipedia dort steht, ist ja wiederum ziemlich egal. Und das finde ich ein bisschen von den Leuten, die sich in Wikipedia engagieren, ein bisschen komisch. Eigentlich ist doch Wikipedia zu transportieren interessanter als jetzt die eigene Person. Wobei ich noch auch jetzt nochmal einwerfen muss, ich habe versucht nachzunutzen Bilder aus dem Wettbewerb Wiki Loves Monuments, wo ja sehr schöne Fotos von Baudenkmalen aus aller Welt sind. Habe die Bilder bei mir lokal auf dem Rechner abgespeichert, musste die umbenennen, weil Umlaute drin waren, die ich dann nicht verwenden konnte, weil das nur ASCII konnte, das Programm, was ich benutzt habe. Und dann nach einem Monat oder so habe ich die Bilder nicht mehr wiedergefunden, weil ich den Namen verändert hatte. Musste dann über eine Ähnlichkeitssuche gehen, und das war schwierig, dann das einfach das Bild wieder zu finden. Mhm. So, also die schon eine, gerade du auch als Bibliothekar, eine ausreichende Beschreibung, wo ich das wiederfinde, brauche ich schon. Nur Wikipedia reicht dann nicht aus, vermutlich. Das stimmt, aber es hat auch ein bisschen mit dem zu tun, dass ich das nicht mehr finde, dass die Wikipedia oder vor allem auch Commons schlecht aufgebaut ist, weil sie diese Vorlagen reintun und dort werden die Metadaten abgefüllt. Dass es nicht von Anfang an eine tabellarische Geschichte ist. Also neu soll ja Wikibase, also das gleiche, was bei Wikidata im Hintergrund ist, auch auf Wikicommons rein. Und ich finde, das wäre von Anfang an eine absolute Notwendigkeit gewesen. Ich möchte vielleicht suchen, im geografischen Raum Zürich, und zwar nicht nur einfach Zürich, sondern ich möchte gerne aus dem Quartier Außersiel gerne alle Bilder haben von 1937 bis 1948. Kann ich jetzt nicht so suchen, oder? Weil es nicht so abgelegt ist. Das heißt, wenn jetzt aber das Datum in einem Feld wäre und die geografische Verordnung auch irgendwo klar, dann kann ich mit einer Abfragesprache dann genau das heraussuchen. Und dann braucht es auch diese ganze Kategorisiererei nicht mehr. Jetzt wird ja kategorisiert bis zum geht nicht mehr. Also irgendwie, ja, es gibt ja, glaube ich, Kategorie rote Schuhe, oder? Es gibt die Kategorie Orgel in der Marienkirche in Stralsund. Ja, ihr könnt natürlich auch Suchbegriffe zum Bild auch noch irgendwie in der Form von einem Feld ablegen und dann hätte ich diese Kategorierei auch schon erledigt damit. Oder? Und das ist eben in der Informatik, sage ich mal, historisch gewachsen, oder? Aber ich denke, in der Wikipedia wächst eben alles ein bisschen historisch langsam vor allem. Es ist so, bis sich da das ändert, braucht es immer Jahre. Das ist ein bisschen vielleicht die Kritik, die ich auch ein bisschen habe von der ganzen Wikimedia. Mhm. Auch Wikimedia Foundation her. Die haben irgendwie 100 Millionen auf der Seite am Schluss. Aber diese Entwicklung könnte beschleunigt werden. Es gibt so viele Dinge, die eigentlich sich aufdrängen würden und man sich dann fragt, warum geht das so lange? Und warum muss das zuerst Wikimedia Deutschland machen? Warum kann das nicht? Ich meine, man braucht nicht hunderte Community-Liaisons, sondern man braucht ein bisschen schlauere Entwicklung. Also. Womit wir dann auch bei der Frage wären, was würdest du befehlen, wenn du jetzt über Nacht König der Wikipedia werden würdest? Wenn ich über Nacht König der Wikipedia, also zuerst muss ich sagen, ist das eine schwierige Frage, weil diktatorisch sein kann man in der Wikipedia nicht. Gesetzt den Fall, das würde unplötzlich genau. Monarchie. Also die Leute müssten folgen, wenn ich sage genau. XY, was ich dann ändern würde. Ich würde wahrscheinlich jetzt kann ich überlegen, was ist das Sinnvollste? Okay, du kannst auch würdest dir erstmal 100 Wünsche wünschen. Das ist ja immer bei, wenn man sich von der Fee was wünsche dir? Ich will 100 Wünsche haben. Oder? Hast du jetzt eine Sache, die du sagen könntest? Ich würde verlangen, dass man vielleicht mal schaut, wo sind die Themen, die jetzt noch wirklich bearbeitet werden müssen?
und dass man dort dann halt vielleicht sogar extern Leute holt, die dann diese Sachen bearbeiten. Also ich möchte ein bisschen mehr Offenheit innerhalb der Community. Es geht um diese ganze Paid-Editing-Geschichte ein bisschen. Ich finde, Paid-Editing ist ein Problem, wenn wirklich am Schluss Interessen reinkommen, die Inhalte verzerren. Aber ich denke, es wäre vielleicht eben spannend, bei gewissen Themen, sei es jetzt alle Vogelspinnenarten zu erstellen oder so, dass man vielleicht dort ein bisschen offener ist, dass man halt auch jemand anstellt, um diese zu schreiben. Weil ich sehe dort eine Entwicklungsproblematik. Langsam stirbt auch die Autorenschaft in der Wikipedia aus. Das merkt man. Es gibt halt sehr viele Leute, die können nicht hunderte von Stunden investieren in diese Wikipedia. Und vielleicht muss man da ein bisschen offener sein in Zukunft, auch zu sagen, ja, vielleicht schadet das auch nicht, wenn jetzt ein Teil dieser Spendengelder auch für Inhaltsentwicklung ausgegeben wird. Und darum gibt es keine Monarchie in der Wikipedia. Nein, ich will Monarchie finde ich wenn solche Wünsche dann kommen. Also wir könnten jetzt noch das wäre eine neue Folge, die wir auch machen müssen, Paid Editing. Da habe ich jetzt doch ein paar Ansichten dazu. Aber danke, dass du das gesagt hast. Ja, ich finde eben, man muss ein bisschen, wie heißt es? Muss dich nicht entschuldigen, ich finde es super. Nein, ich bin eigentlich auch, weißt du, ich war eigentlich immer die ganze Zeit ziemlich stark gegen Paid Editing. So einfach ist es nicht. So ich habe eben genau, das ist das, was ich dann gesehen habe. Und dann habe ich auch analysiert aufgrund von diesem Studium, was ich gemacht habe, und habe gesehen, dass langsam immer, also die Autoren sterben weg. Und ein Hinderungsgrund unter anderem ist natürlich, dass dieses Hobby braucht ein bisschen Profil von Leuten, die jetzt wirklich wahnsinnig gern schreiben und dieses Thema wahnsinnig stark bearbeiten. Und ich denke, da hat man schon alles ausgeschöpft von diesen Personen, die das machen. Also Wikipedia ist fast zu 100% bekannt in der Bevölkerung, die irgendwie mit dem Internet was zu tun haben. Wer bisher nicht aktiv wurde in der Wikipedia, wird auch nicht auf einmal aktiv, nur wenn man ein bisschen Werbung macht von Seiten von Wikimedia. Umgekehrt hat man ja diese Produktideologie, man möchte ja besser und qualitativ hochwertiger werden. Und da muss man vielleicht auch ehrlich sein und sagen, ja, jetzt diese ganze, beispielsweise Astronomie, da passiert da sehr wenig, oder? Und da sind sehr viele Laien unterwegs. Dort würden wir gerne mal einen Grundsatz haben von ordentlichen Artikeln. Und da musst du vielleicht sagen, okay, wir gehen dorthin und schauen mal, ob wir da Leute finden, die bereit wären, das zu schreiben, aber die machen das vielleicht nicht ganz unentgeltlich. Dann hättest du dann tatsächlich etwas, was du dann auch gesteuert verbessern kannst. Das geht aber ein bisschen weg von Wikipedia aus. Es ist irgendwie ein Hobby und ein Haufen von Leuten, die irgendetwas von sich aus zusammenkleistern. Ich weiß einfach, dass sehr viele Wikipedianer, die auch schreiben, auch schon sich bezahlen ließen. Also es ist ein bisschen immer noch tabuisiert. Also es gibt sogar lesenswerte Artikel, die wurden gesponsert. Also nein, exzellente Artikel, die wurden gesponsert. Von Mäzenen, oder? Und da, ich denke, da müsste man vielleicht ein bisschen mal etwas ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen unideologischer diskutieren. So, Micha, das war nicht Micha, das war ein super interessantes Gespräch. Wir haben viele Themen besprochen, ganz großartig. Ein paar Sachen muss ich mir auch nochmal durchlesen, jetzt nachdem wir darüber gesprochen haben, um mich nochmal da rein zu vertiefen. Okay. Danke dir sehr für das Gespräch. Du hast dir zum Abschluss eine Musik ein bisschen härtere Gangart gewünscht, da suche ich noch was raus. Okay. Das kriegen die Hörer gleich noch auf die Ohren. Und ich hoffe, dass wir uns mal treffen. Ja. Bist du auf der Wikimania in diesem Jahr in Montreal? Im August? Nein, das schaffe ich nicht. Aber in Wikicon? Wikicon ist möglich, ja. Ah, dann vielleicht dort. Ich würde mich freuen. Super. Okay, noch einen schönen Tag. Ja, wünsche ich dir auch und danke fürs Gespräch. Danke dir. Tschüss. Ciao, Sebastian.
Das war eine Episode des Podcasts Wiki Stammtisch von und mit Sebastian Wallroth. Die Episode steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0, abgekürzt CC BY 4.0. Diese Lizenz erlaubt Ihnen erstens, die Episode zu teilen, also das Material in jedwedem Format oder Medium zu vervielfältigen und weiter zu verbreiten. Zweitens dürfen Sie die Episode bearbeiten, also das Material remixen, verändern und darauf aufbauen, und zwar für beliebige Zwecke, sogar kommerzielle. Ich als Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen, solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten. Die Lizenzbedingungen lauten: Erstens, Sie müssen als Urhebernamen Wiki Stammtisch, Sebastian Wallroth angeben. Zweitens, Sie müssen die Lizenz CC BY 4.0 angeben. Drittens müssen Sie, wenn möglich, einen Link zur Lizenz beifügen. Viertens müssen Sie angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Fünftens dürfen Sie diese Angaben in jeder angemessenen Art und Weise machen, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, dass ich als Lizenzgeber gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders unterstützte. Zuletzt dürfen Sie sechstens keine zusätzlichen Klauseln oder technischen Verfahren einsetzen, die anderen rechtlich irgendetwas untersagen, was diese Lizenz erlaubt.